Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Mir dem der natürlich und ich würde sagen, wir machen mal weiter hier. Jo, und ich würde sagen, wir müssen noch zur, ich glaube noch zu dieser Reporterin, kann das sein? Ja, Wunsch der Reporterin. Sie haben eine OSD mit Informationen über Fist illegal Aktivitäten gefunden. Es gibt bestimmt jemanden. Ja. Boah, sorry. Kleiner Frosch im Hals. Boah, Alter. Was ist neu los? So. Soll ich den bringen? Also, das ist ein Transit. Ach, ist VW schon ausverkauft? Ist Ford schon ausverkauft? Oh, Alter. Ich weiß gar nicht, wieso die Leute mich überhaupt gucken. Oh Mann, ey. Bezirke. Ich glaube, das war die medizinische Klinik. Kann das sein? Ich glaube, ja. Verschwindet der Bezirk angekommen. Das ist doch eine sehr gute Nachricht und scannen wir mal kurz den Keeper. Super. Schön bisschen Credits bekommen. So. Na, was haben wir hier denn so Schönes? Die muss ja auch irgendwo hier sein, das weiß ich genau. Ach, da vorne. Hallo. Commander Shepard? Hallo, Commander Shepard? Emily Wong. Mein Name ist Emily Wong. Ich untersuche als Journalistin die Korruptionsvorgänge auf der Zitadelle. Sie haben vor kurzem einen Mann namens Fist ausgeschaltet. Er war Mitglied eines Verbrechersyndikats. Haben Sie vielleicht in seinem Büro Beweismittel gefunden? Irgendetwas, was Sie mir erzählen könnten? Was ist damit? Diese OSDs könnten ein paar Informationen für Sie enthalten. Sie haben Fists Dateien? Das könnte noch interessanter sein, als ich hoffte. Hier, bitte, Commander. Für Ihre Mühen. Das ist ja nett. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss jetzt diese Disks überprüfen. Mhm. Oh, cool. 2000 Credits. Das hat sehr gut was gebracht. Nehme ich mal an. So, dann marschieren wir mal hier weiter. Hier soll auch noch ein Händler sein, aber... Das interessiert mich im Moment nicht. Ich will jetzt zurück auf die Normandie. Kann ich ja eigentlich von hier aus schon auf die Andockbucht? Nee, noch nicht. Vielleicht irgendwann mal in einem späteren Leben. Ja, sieht schick aus. So, da ist schon die Andockbucht. Zumindest der Fahrstuhl dorthin. Also ich muss schon sagen, die N7-Rüstung sieht schon echt geil aus. Ich nenne sie jetzt einfach mal N7-Rüstung, denn ich weiß jetzt nicht den konkreten Namen der Rüstung. Und wir sollten mal noch... Ich wurde erzogen, die Kroganer als blutdürstige Schurken zu sehen. Aber sie überraschen mich, Rex. Sie sind anders. Der Genophage ist weitaus besser zu verkraften, wenn alle Kroganer wilde Monster sind, nicht wahr? Warum gehen Sie nicht zurück auf die Normandie? Wenn Sie hier in der realen Welt bleiben, könnten Sie sonst noch etwas lernen. Ja, der gute alte Rex, immer so ein sarkastischer Kerl. So, was ist jetzt? Ja? Ja, mach ihn, Junge. So. Der Franzmann ist auch schon wieder weg. Das ist doch sehr schön. Dann habe ich die Normandie für mich alleine. Badum-tsch. Oh, war der schlechte, ey. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv.
Dekontamination aktiv. Gut. Ich würde sagen, dann wetten wir... Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ja, wie gesagt, dann, ich würde sagen, dann widmen wir uns mal den Charakteren, denn wir haben noch keine Zeit gefunden, mit ihnen zu sprechen. Sprechen wir doch mal mit dem Joker. Jetzt nicht von dem von DC und Warner, sondern vom BioWare Joker. Hey, Commander! Bitte achten Sie beim nächsten Mal darauf, dass wir nicht mitten in einer Kolonie mit Mutanten-Zombies landen. Nur so am Rande erwähnt. Oh, willst du mir merken, ne? Ja, was ist denn der Statusbericht? Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut, wie alle sagten? Sie ist das beste Schiff der Flotte. Aber sie braucht einen Piloten, der sie auch beherrscht. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit der Trimmung. Man muss sich erst einmal an den riesigen Antriebskern im Heck des Schiffes gewöhnen. Ist manchmal nicht so einfach, diese Kräfte zu handeln. Ein gewöhnlicher Allianzpilot würde wohl echte Probleme mit dem Schiff bekommen, Commander. Aber zum Glück bin ich ja kein gewöhnlicher Pilot. Okay. Ich muss gehen. Bis dann. Bis dahin. Joker, auch von der Normandy. Ich denke mal, Navigator Presley hat uns auch nicht zu Wichtiges zu erzählen. Wenn schon jemand Captain Anderson ablösen muss, dann jedenfalls Sie. Allerdings weiß ich nicht, ob mir die Außerirdischen auf dem Schiff so recht sind. Sind auf unserer Seite. Aber hoffentlich werden sie nicht die Seite umblättern. Badum. Och, ne. Alter, das ist bestimmt schon der dritte Flachwitz. Alter. Mann. Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Presley. Bei allem Respekt, Sir. Das hatte man auch über Nihilus gesagt. Und wir haben ja gesehen, was passiert ist. Was ist mit den Außerirdischen an Bord? Ich möchte Ihre ehrliche Meinung hören, Presley. Ich möchte wissen, ob Sie Probleme mit den Außerirdischen haben. Das ist nicht das Problem, Commander. Die Menschen haben immer allein ihre Probleme gelöst. Saren hat eine unserer Kolonien angegriffen. Nur wir Menschen sollten ihn aufhalten. Wir brauchen die Hilfe anderer nicht. Hilfe ist immer gut. Egal bei welchen Aktivitäten. Was? Ja, Hilfe ist immer gut. Es gibt Leute, die es für Schwäche halten, wenn man Hilfe annimmt. Aber das ist nur dumm und selbstgefällig. Egal wie stark man ist. Verbündete kann man immer gebrauchen. Kann schon sein. Wahrscheinlich folge ich noch den alten Denkmustern. Keine Sorge, Commander, es wird deswegen keine Probleme geben. Gut, dann war's das ja. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Jawohl, Sir. Ei, ei. So, dann gucken wir mal bei Kaidai nach, oder Kaiden, wie der auch mal heißen soll. Und davon ist ja schon unser leicht heterosexueller Freund. Was? Ja. Hallo Kaidan. Brauchen Sie was, Commander? Ja, was ist mit Input? Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Naja, Sie wissen von dem Maulkorb, der Ihnen vom Rat verpasst wurde. Jo, dem... uns wurde der Maulkorb angepasst, wie einem Hannibal Lecter ungefähr. Ja, gut. Sie verdienen es, zu erfahren, womit wir es zu tun haben werden. Sie stehen auf Ihrer Seite. Sie regen sich auf über den Widerstand, auf den wir stoßen werden. Besonders von unserer Seite. Ich könnte besser damit umgehen, wenn mein Kopf endlich aufhören würde zu brummen. Das L2 muckt schon wieder. Alles in Ordnung? Das will ich hoffen. Denn es soll ja nicht zur Unordnung werden. Oh, nee. Der war so trocken und schlecht, Alter, da. Da muss sogar Robert De Niro lachen, weil er so schlecht ist. Und das hat so keinen Sinn ergeben, dass es schon wieder witzig ist. Alles in Ordnung? Kann ich was tun? Nein, Commander. Wird schon wieder gehen. Es ist manchmal ziemlich hart, aber sie sind effizienter als viele der L3. Außer bei Ihnen natürlich. Außerdem geht's mir um Längen besser als anderen, nachdem Kinetics mit Ihnen fertig waren. Gibt's die noch? Ich habe lange nichts von Kinetics gehört. Ja, die sind sang- und klanglos verschwunden.
Nachdem sie das Training auf Jump Zero versaut haben, sind sie in mehrere kleine Firmen aufgespaltet worden. Nach dem ersten Kontakt bekam Konetics den Auftrag, E-Zero-Belastungen nachzuverfolgen und Implantate für Menschen zu entwickeln. Sobald wir eine Botschaft auf der Zitadelle hatten, konnte Konetics Experten einbringen, anstatt es langsam anzugehen. Konnten wir das nicht allein? Gibt es einen Grund, warum wir das nicht auf eigene Faust hätten erlernen können? Sie wussten nicht, wo sie anfangen sollten. Himmel, es hat mehrere Jahre gebraucht, überhaupt die Verbindung zwischen Biotiken und E-Zero herauszufinden. Sie konnten von den Kids nicht erwarten, dass sie Dinge ins Rollen bringen. Sie waren vollends damit beschäftigt, sich nicht die Knochen zu brechen. Und die Wahl ihrer Lehrer war auch nicht gerade hilfreich. Okay, das meine ich sicher gut. Ich bin mir sicher, dass Konetics tat, was sie für das Beste hielten. Es war aber nicht das Beste für uns. Sie heuerten einen ehemaligen turianischen Soldaten namens Commander Vernus an. Ein echter Schinder. Er hatte eine Art Freifahrtschein, uns zu brechen, wenn dann aus uns ein passabler Biotiker würde. Von da ab schaukelte es sich irgendwie hoch, Commander. Wurde dafür nie gerügt? Musste er sich nie dafür verantworten? Doch, das musste er. Aber wie alles andere auf Jump Zero fiel auch das unter den Tisch. Je weniger gesagt wurde, desto besser. Ist ja auch egal. Das ist Schnee von gestern. Ich habe es vor langer Zeit überwunden. Ich sollte mich wieder um meine Pflichten kümmern, Commander. Wir sind hier, um Geschichte zu machen, nicht um sie aufzuwärmen. Gut, und ich glaube, wir haben schon unser Aufnahmelimit überzogen ein bisschen. Oder erreicht, besser gesagt. Und ich würde sagen, Wir reden ein andermal, Lieutenant. Ja. Commander. Der Shepard hat mir die Worte praktisch aus dem Mund genommen und Und ich würde sagen, wir beenden den Part hier und machen beim nächsten Part weiter mit der Crew. Zumindest mit den Crew-Gesprächen und danke nochmal für die ganze Aufmerksamkeit. War sehr nett, dass ihr die schlechten Witze ertragen müsst, aber. Aber danke nochmal. Bis dahin, euer Dan. Ciao.